Familie. Nächster Zettel, Familie. Ich finde, Familie ist das Wichtigste überhaupt im Leben. Es ist schon ziemlich wichtig. Nicht das Wichtigste unbedingt, wenn ich ehrlich bin. Echt? Ich finde, es ist das Wichtigste im Leben, weil wenn du verloren bist und du keine Freunde hast und keine Ahnung, keiner kennt dich, du kannst zurück zur Familie gehen. Was willst du aber Leuten sagen, die eine etwas schwierige Familiensituation haben? Willst du Dann. denen sagen, wenn dein Leben nicht läuft, boah, das ist schon richtig scheiße. Du hast keine Familie, du hast nichts. Dann viel Spaß Und beim dann sage ich scheiß Leben halt, führen. tu alles in Ordnung kriegen mit deinem. Ja, aber Also. vielleicht geht's nicht. Vielleicht sind sie schon tot. Vielleicht Ah ja, okay. ist es aber auch ein richtig krasser Dann Streit sage einfach. ich, dann such dir Freunde, die dann zu Familie Ja, es werden. kann andere. Ich wollte gerade sagen, es können auch andere Leute Familie werden. Familie muss nicht immer auf Blut beschränkt werden. Ja. Ich liebe meine Mutter, nicht, dass es irgendwie falsch rüberkommt. Ja. Aber ich habe es an Weihnachten gemerkt. Es ist ein bisschen ein anderes Thema. Also an Weihnachten war ich jetzt 3 Tage zu Hause und ich habe gemerkt, okay, es reicht wieder. Ich fahre jetzt wieder nach Köln, nach Hause, in meine Wohnung, Ja. weil genug Genug Familie. Aufreibung irgendwie so zu Hause. Klar, Familie ist mega wichtig. Ich habe das auf jeden Fall in der letzten Zeit mehr geschätzt, was meine Eltern für mich getan haben. Ich schätze meine Geschwister, meine Großeltern. Aber ich würde nicht sagen, es ist das Wichtigste. Ich glaube, Menschen allgemein sind das Wichtigste. Wenn jetzt der Professor in der Uni, zu dem du einen besonderen guten Draht hast, oder dein Chef oder eben eine gute Freundin, das kann alles Familie für dich sein. Alles das Wichtigste, was du brauchst. Ja. Also bei mir Für ist manche ist Familie es wichtig, Familie. auch wenn manchmal nicht gut läuft oder Ja, es man ist sich doch streitet schön. und so Man weiter, streitet immer. dann wieder ja, miteinander reden und es in Ordnung kriegen, dann läuft es auch gut im Leben sozusagen. Wenn du mit deiner Familie gut bist und auch Ja. mit deinen Freunden und so weiter, dann bist du automatisch viel glücklicher, als wenn du keinen Kontakt mit niemandem hast. Das stimmt auf jeden Fall. Und deswegen soll man es wertschätzen. Familie, Freunde. Hashtag Freunde. Hashtag Freunde suchen. Okay, letzter Zettel. Das ist der letzte Zettel, Ali. Wir sind durch für heute. Früher war alles besser. Nostalgie. Erzähl mal, was war früher besser, was heute nicht mehr so geil ist in deinen Augen? Ich finde heute alles besser. Nee, früher hat man. Nee, warte. So meine ich doch, ja. Ja, Früher war kann alles sein. besser. Nee, ich finde, früher war alles besser, weil man keine Verantwortung tragen musste. Und jetzt wird man in ein Leben reingeworfen. Ins Leben. Aber was wäre Und. das Leben ohne Verantwortung? Ich glaube, es wäre dann irgendwann. Happiness. Ja, okay, ich geb dir schon recht, teilweise, ja. Das ist schon geil, wenn du ein klein. Wenn du. Um nichts Sorgen machen muss. Das ist schon geil für Es eine ist. gewisse Zeit. Für ich kann damit, glaube ich, immer leben. Für immer weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst damit sehr lange klarkommen, Aber wenn ich aber. immer klein bin, also nicht wenn ich Du bist jetzt wachse. auch noch nicht groß geworden, Ali. Du bist immer noch 1,60 groß. 1,72. Okay. Okay. Ich glaube, der Mensch muss sich irgendwie selbst erfüllen. Dazu gehört auch Verantwortung zu haben, ab einem bestimmten Punkt. Und ich weiß es nicht genau. Ich habe schon lange kein Leben mehr gehabt, wo ich gar keine Verantwortung hatte. Ich glaube, du hast immer irgendwie Verantwortung für irgendwas mittlerweile. Verantwortung ist scheiße. Manchmal. Also wenn es. Wenn du mal eine Woche oder Urlaub hast, wo du einfach nichts machen musst, ist es, glaube ich, Richtig. schon ziemlich geil. Ja. Aber wenn du es 10 Jahre so hast, glaube ich, fühlst du dich irgendwann wertlos Aber ich vielleicht. glaube, wenn man was findet, wo man sein Geld verdient und so weiter, dann brauchst du auch keinen Urlaub. Das glaube ich auch, ja. Okay, um zurück zum Thema. Früher war alles besser. Ja. War für dich alles besser früher? Oh, was. Erstmal finde ich es geil, dass wir so eine Mischgeneration sind, dass wir noch das Leben ohne Smartphone kennengelernt haben. Dass wir noch zum Spielen rausgegangen sind, im Wald mit Stöcken uns auf den Arsch gehauen haben. Das klingt ein bisschen komisch. Auch wenn es so stimmt. Und keine Ahnung, wir waren Fußball spielen jeden Tag, wir haben uns Scheiße gemacht, wir haben Menschen mit Äpfeln abgeworfen Das und war schon geil. es war schon eine coole Zeit. Ja, aber ich bin auch froh darum, was man jetzt machen kann. Mit wie vielen Jahren hast du dein erstes Smartphone gehabt? Oh, Smartphone? Also ein Smartphone gab es sowieso erst mega spät. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der Realschule ein altes Nokia hatte mit Snake drauf. Das hatte ich bestimmt bis in die 9. Klasse in der Realschule. 9. Klasse. Dann, ich glaube, mein erstes Smartphone hatte ich irgendwie im Gymnasium, beim Mit Abitur. 18? Ich glaube mit 17, 18 oder sowas, ja. Bei mir war es, glaube ich, mit 18. Also relativ spät. Meine Schwester hat schon Warte, früher eins 18. bekommen, was ich auch nicht so cool finde. Meine Schwester ist 8 Jahre alt, hat ihr Wie erstes Smartphone bekommen. machst du bei deinen Neun, neun, Kindern? neun. Boah, erstmal weiß ich nicht, ob ich Kinder kriege so schnell. Und Wenn? ich glaube, ich würde ihnen das nicht so schnell geben. Man braucht es auch einfach nicht. Ich würde ihnen ein Telefon geben, aber wenn dann so ein altes wie mit Snake,
damit sie mich anrufen können, wenn irgendwas ist, oder eben anrufen können. Direkt lernen, dass Anrufen wichtiger ist als WhatsAppen. Aber so ein richtiges Smartphone, das kann die sich dann von ihrem eigenen Geld besorgen, wenn sie denkt, dass es, oder eher, dass es wichtig ist. Aber Ich finde auch, also ich würde auch, glaube ich, nicht am Anfang, weil sie sind, keine Ahnung, es wird wirklich abhängig. Es ist wie Alkohol. Es ist eine Droge. Es ist eine Droge, Mann. Und früher war einiges besser, nicht alles. Nicht alles, klar, da war noch Hitler und damals 45. Es ist immer schwarz, es ist nie was perfekt, es gibt immer Mischverhältnisse. Ich denke auch heutzutage, es ist mega geil, mit was wir gesegnet sind, Alter, mit den besten Serien der Welt. Wir leben in einer Ära, in der wir Handys haben, in der wir fucking gebogene Fernsehen haben, 3D-Filme. Wie wir aber meistens als selbstverständlich sehen. Ja, es ist so traurig, ob das ist, aber es... Guck mal, es ist so krass, was wir alles können, Alter, heutzutage. Wir haben Menschen ins Weltall geschleudert. Wir finden Sachen raus über unsere Erde, die vor zig Milliarden Jahren passiert sind. Es ist so verrückt, was die Menschheit alles erfindet und rausfindet. Und wir sind teilweise so undankbar. Und es ist voll langweilig, ey. Mir ist so langweilig. Es ist so ein Bullshit, wenn jemand sagt, mir ist so langweilig. Die Welt ist so krass gefüllt mit so viel Zeug, das du erkunden kannst. Wenn du zu Hause sitzt und sagst, mir ist langweilig, bist du ein kleiner Spast, der das Leben nicht wertschätzt und das ganz schnell ändern sollte. Wir leben in der fucking ersten Welt und sollten das auf jeden Fall. Das muss ich öfters zu mir selbst sagen. Das musst du dir jeden Tag in den Spiegel sagen. Das mache ich auch, ey. Man ist so undankbar für so vieles, ey. Ich würde nicht in Afrika leben wollen gerade. Und 12 Kilometer zur Schule laufen. Aber und warte. Essen haben. Und was ist Nostalgie? Okay, wir sind gerade ein bisschen abgeschweift, du hast recht. Nostalgie ist, ja klar, wenn ich mich erinnere an meine Kindheit. Bei mir ist halt so, ich schaue mir gerne Bilder von früher an. Ja. Also auf Laptop. Okay. Ich wollte auch letztens ein Album machen. Mit Bildern? Ja. Weil es wird voll nicht, es gibt sowas nicht mehr. Nee, du hast auf dem Handy oder so Bilder. Ja, und es ist nicht mehr so anzufassen und so weiter. Ich will es anfassen. Ja, kenne ich, Mann. Meine Eltern haben und, auch so. Und ich schaue mir gerne, wenn ich traurig bin. Ab und zu ist es schön, ja. Es gibt doch immer Momente, wo du denkst, okay, damals, als ich das erste Mal... Diese Erinnerung halt. Ich war mal dort... Ja, das war zu erinnern. Ja, genau. Dieser damals, hey. Damals. Nicht damals, sondern... Damals. Als wir diesen Trip gemacht haben nach irgendwo. Ja, ich weiß, was du meinst. Und wenn man denkt, geil, Mann. Schulzeit. Es ist doch schön, aber man sollte immer die Gratwanderung zwischen Gedanken an die Vergangenheit und das nach vorne schauen in die Zukunft haben. Immer alles. Man sollte niemals sagen, oh, das kann niemals so geil werden wie heute oder wie gestern. Man sollte das immer toppen sollen. Toppen wollen. Es geht immer weiter, es geht immer höher, es geht immer besser. Ja, Mann. Sprachnachrichten TV. Das war's. Es war unser 4-Abonnenten-Special. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Mir hat's gefallen. Mir hat's auch gefallen. Damit hat's schon mal der Hälfte der Abonnenten gefallen. Die anderen zwei werden jetzt ihr Abo kündigen. Und dann machen wir ein 2-Abonnenten-Special. Ja. Und bitte dabei lassen und nicht abonnieren, weil wir wollen bei 4 ja, am bleiben. Besten. Obwohl, nein. Das wäre doch scheiße, oder? Wir wollen eigentlich mehr. 7 wäre schon geil. Nächstes Special-Video ist bei... Warte mal kurz, okay, wir müssen uns das ankündigen. Das nächste Special ist bei 21. 21? Bei 21. Ja, ist schon zu viel. Das schaffen wir in einem halben Jahr. Ich würde sagen 11. Okay, das nächste ist bei 11. sagt es euren Freunden weiter. Bei 11 gibt es wieder sowas komplett Dämliches. Ja. Obwohl, es war schon cool, darüber zu reden, ehrlich gesagt. Wir haben noch eine Menge mehr Themen, die wir jetzt nicht aufgeschrieben haben, die dann aber mal beim 11-Abonnenten-Special kommen. Hau rein, Ali, es war mein Fest, mit dir zu quatschen. Ciao, ich gehe dann mal. Ich gehe dann auch mal. Nein, das ist mein Zimmer, ich bleibe jetzt.